Wir begrüßen erstmal unsere beiden Spieler hier beim Fan-Talk. Johannes Thiemann und Jonas Matisek. Lotto Berlin Fan-Talk mit Johannes. So sieht man sich wieder. Und Jonas, hallo. Ich bleib mal gleich in eurer Mitte hier, Jonas, Johannes. Kein Ding, kein Problem. Zweite Halbzeit, dominantes Spiel, auch von dir vorne in der Zone. Wie viel Spaß hat es dann irgendwann gemacht, vorne für Alba zu spielen? Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich den einen oder anderen vielleicht beim ersten Mal schon reinmachen hätte können, aber das ist so, das hast du ja nur wegen der Statistik gemacht, damit du noch viele Rebounds abgreifen kannst, oder? Eben. Aber du hast dich schon direkt nach dem Spiel auch geärgert, dass du irgendwie noch ein, zwei Dinger daneben gelegt hast. Ist das dann wirklich das überwiegende Gefühl so? Ja, klar, natürlich will man immer das bestmögliche Spiel spielen. Da waren von mir auch viele Fehler dabei und da ärgert man sich natürlich. Natürlich hat man ein gutes Spiel gehabt, aber es gibt immer Raum zur Verbesserung und darauf fokussiere ich mich immer. Wie zufrieden bist du denn mit deiner heutigen Leistung, Jonas? Ja, wir haben das Spiel gewonnen, deswegen können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. War das, du hast jetzt ein paar Wochen nicht mitgespielt, dafür gibt es ja Gründe. War das jetzt irgendwie ein ungewohntes Gefühl, weil du machtest nicht den Hauch davon, dass du den Eindruck erwecken könnte, dass es für dich jetzt komisch wäre? Na, den ersten freien Layup habe ich auf jeden Fall daneben gelegt. Also ein bisschen aufgeregt war man natürlich schon, gerade jetzt wieder zurückzukommen nach der Zeit. Aber wie ich auch schon das letzte Mal gesagt habe, in das Team sich einzufinden, ist einfach so leicht. Und deswegen hat es dann auch sehr schnell wieder geklappt. Den Schalter konntet ihr heute umlegen, weil irgendwie die Defensive dann mehr angezogen hat? Oder was waren die Gründe dafür, dass es in der zweiten Halbzeit bei euch sehr viel besser gelaufen ist? Ja, auf jeden Fall. Unsere Defense war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Das kommt natürlich mit der Intensität, die wir dann hochgeschraubt haben. Wir haben gesagt, erste Halbzeit haben wir das Spiel offen gehalten, aber haben nicht mit der Intensität gespielt, mit der wir eigentlich spielen können. Und das haben wir zweite Halbzeit dann geändert. Ihr spielt ja wahnsinnig schnell sowieso und dann gibt es immer diese sehr verdeckten Pässe zwischen die Beine und hinterm Rücken und so weiter. Wie wach muss man dabei sein, um so einen Luke Sigma-Pass zum Beispiel abzufangen? Naja, bei dem weiß man, der spielt die Pässe. Da ist man immer bereit, wenn JT dann so einen Pass spielt, da muss ich schon vorsichtig sein. Von dem kommt nicht so häufig. Aber ich bin natürlich auch da immer ready, den Ball zu fangen. Natürlich ist er ready. Im Überschwang der Gefühle. Also, aber deine Pässe sind ja auch alle heute angekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich passe zu jedem Spieler aus dem Team, außer Jonas. Aber ja, ich denke, die sind angekommen. Du bist ja so ein Paradeexemplar dafür, wie man sich über die Defensive in so ein Spiel reinarbeitet, weil deine Defensive war in den letzten Spielen auch schon total toll. Du schaffst es, die großen Männer da echt gut zu verteidigen. War das heute auch so der Schlüssel für dich persönlich, um in dieses Spiel gut reinzufinden? Ja, das ist immer der Schlüssel. Also wer verteidigt und seinen Gegner vom Scoren abhalten kann, der spielt. Und ich versuche einfach immer ja, meine beste Verteidigung zu spielen. Und ja, das ist natürlich, da kann man sich Selbstvertrauen holen und dann vorne auch die Würfe zu machen. Jetzt seid ihr alle Profis und relativ nüchtern immer in der Betrachtung, aber wie sehr nimmt einen das dann mit, wenn man so eine Peno-Situation mitbekommt und nicht weiß, was da ist im Spiel direkt? Ja, natürlich. Sowas ist, also ich hoffe mal, dass es nicht schlimm ist. Aber wenn man sowas sieht, das wünscht man keinem. Es ist immer scheiße, sowas zu sehen. Oder ja, also wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es ihm gut geht und dass es nichts Größeres ist. Gibt es da eine Strategie, Jonas, dass man das möglichst schnell ausklammern kann und da kann nicht so viele, weil die Leute sind ja auch alle total geschockt erstmal in der Halle, wenn sie es sehen. Ja, sowas auszublenden ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Gerade weil man natürlich dann noch hofft, das ganze Spiel, dass nichts Schlimmes ist, dass es nur die Schrecksituation war. Aber wie du gerade gesagt hast, im Spiel muss man sich aufs Spiel konzentrieren. Danach liegt der Fokus natürlich drauf, jetzt, dass es Steph wieder gut geht. Aber im Spiel versucht man das auszublenden. Stichwort Konzentration. Du konzentrierst dich momentan sehr auf dein Abitur. Wie weit bist du damit? Können wir irgendwie helfen? Naja, wenn jemand gute Bio- und Deutsch- und Mathe-Klausuren schreibt, dann kann er sich gerne melden. Nee, gar nicht, nee. Also, Aber lustig sind sie. Meine Abi-Klausuren habe ich noch vor mir. Ich bin jetzt gerade in der letzten Klausurenphase vom vierten Semester und wenn ich das dann fertig habe, dann kann ich mich voll auf Basketball konzentrieren. Wann ist denn das fertig? Wir wollen dich jetzt ja ständig hier wieder haben. Meine Güte. Also Mai hoffe ich, dass es Mai? Also Ende,
Naja, in Bayern wäre es jetzt schon vorbei. Also ich habe ab April habe ich keine Schule mehr und dann habe ich den ganzen April meine Klausuren, aber ich denke, dass ich ab da dann wieder voll dabei sein kann. Aber wer vor allen Dingen bei Bio helfen kann, wäre super, wenn ihr euch dann vielleicht noch meldet, dann geht es vielleicht schneller. Kannst du bei Bio helfen? Wo warst du gut in der Schule eigentlich, Johannes? Musterschüler. Ja. Aber in welchen Fächern? Weich hier nicht aus. Biologie. Sport und Mathe. Okay, er passt zwar nicht, aber er würde möglicherweise helfen dann dabei. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Vorbereitung auf das Spiel am Dienstag. Da sehen wir uns wieder im Eurocup. Dankeschön, Johannes Thiemann, tolle Leistung heute. Dankeschön, Jonas, ebenso. Vielen Dank. Lotto Berlin Fan Talk mit den beiden. Ihr greift zu euch. Sammelt Autogramme, macht Fotos und habt noch ein bisschen Spaß mit den beiden.